Hallo ihr Lieben, hier ist ein unbekanntes Gelände hier mitten in Kalkum, oder was heißt mitten im Kalkum, an der Grenze zu Ratingen, an der Grenze zum Flughafen. Ich sehe das immer wieder, wenn ich an dem S-Bahnhof mit der S-Bahn vorbeifahre. Danke, dass du mir ins Bild läufst. Ich sehe das hier Gelände immer, wenn ich hier mit der S-Bahn vorbeifahre, und ich frage mich immer, was ist das hier eigentlich für ein Gelände? Jetzt bin ich extra mal nach Kalkum hingefahren, wollte mir das mal angucken, was das ist. Wir gehen jetzt zusammen rein. Gucken uns das mal an, was das so ist. Vielleicht könnt ihr mir ja was Näheres dazu sagen. So ein alteingesessener Düsseldorfer oder Kalkumer. Ich glaube, hier kann man schon mal davon ausgehen, dass hier wohl eine Art Firmenparkplatz war. Also wird hier wohl irgendwie eine Firma gewesen sein. Es kann auch sein, dass es sich um altes Bahngelände handelt. Von der Deutschen Bundesbahn noch, als die gab. Weil immerhin hinter mir, da gab es mal einen Bahnhof, der hieß Kalkum. Er wurde im Juni 1990 außer Betrieb gesetzt und seit 23 Jahren hält da halt kein Zug mehr. Sehr schön, hier haben wir einen Hinweis. Es gab mal eine Firma Brengmann hier. Und das ist der Parkplatz. Und jetzt kommt wieder ein Zug lang. Das ist hier üblich, dass hier tausende von Zügen hier lang fahren. In dem Fall ist die S-Bahn, der ich halt hier mal lang vorbeifahre. Und von da aus sehe ich hier öfters das Gelände für ein paar Sekunden. Dies muss wohl das Pförtnergebäude gewesen sein. Eventuell oder irgendwas anderes. Aber es ist ziemlich hier durchlässig, deswegen weiß ich nicht, ob das wirklich das Pförtnergebäude sein soll. Aber was anderes sehe ich nicht. Aber es kann gut sein, dass hier mal was gegeben hat und es weg ist. Das hier ist noch als einziges übrig. Könnte, ja, vielleicht Pförtner sein, ich weiß es nicht. Kommt natürlich darauf an, ob hier auch mal ein Weg hier hingeführt hat. Weil das alles ist ja eigentlich nur so Straße und ich denke mal, wird ja schon mal gut abgesichert gewesen sein. Mittlerweile habe ich hier schon die Mitte des Geländes erreicht und will jetzt mal einen kleinen Ausblick in Richtung Ausgang bieten. Was hier schon mittlerweile alles zu sehen ist. Hier vorne ist der Ausgang. Und da geht es auch zum alten Bahnhof Kalkum. So, hier gibt es noch viel Interessantes zu sehen. Noch ein paar Hütten und alles. Das gucken wir uns dann direkt mal an, würde ich sagen. Forget it, Baby. Ich habe hier was ganz anderes gefunden. Hier ist ein altes Gleis. Es ist also ein altes Gleis, was hier auch hinführt. Wow, wo hat es das denn mal gegeben? Das muss ein Werksgleis sein. Das hätte ich nicht gedacht, zumal die Zugstrecke ja sich dahinter alles befindet, dass hier noch ein Gleis ist. Ja, die Frage ist nur, wie es lang gegangen ist, weil viel kann man auch nicht mehr machen. Man sieht ja, die Natur hat sich viel zurückerobert, was auch gut so ist. Das Gelände muss ja schon ziemlich uralt sein. So, da vorne wird es wohl nicht weitergehen, also hat wohl auch hier mit Gütertransport zu tun. Jetzt bin ich auch mal neugierig, was diese Firma Brengmann so gemacht hat. Da gilt es doch mal im Internet mal nachzugucken, ob man da irgendwas findet. So, und hier ist wieder... Ja, noch ein Eingang anscheinend. Ja, einst eine verbotene Stadt. Heute bin ich immer zugänglich. Das Problem an der Sache ist auch, dass sich viele hier niedergelassen haben. Da noch ein paar Becksflaschen. Kann man ja mal mitnehmen. Warum auch nicht? Nehme ich mit. 2014. Ist da am Schimmeln, lass mal lieber. Hab ich keinen Bock drauf. Da ist schon richtiger Flaum und alles dabei. Junge, Junge, jetzt bin ich immer neugierig. Komm, wir gehen da mal rein. Ich weiß nicht, dass hier noch jemand anders ist. Ich weiß nicht, dass hier noch jemand anders ist. Man weiß nie, mit mir was zu tun hat. Junge, Junge, Junge. Okay, okay. Das war wohl mal ein Waschraum. Da steht was drauf. Ich muss aufpassen. Vorsicht, Leitungen nicht berühren. Ja. In dem Fall ist nichts mehr zu berühren da. Ah, man riecht den Muff. Ja, also genauso wie bei alten Bahnhofsgebäuden. Ja, so liebe ich das. Kann nichts mehr passieren. So, hier ist natürlich nicht mehr viel zu sehen, außer dass jemand seinen Tag hinterlassen hat. Oh, warte mal. Doch, die Kamera kriegt das hin. Also ihr seht das jetzt so heller, durch die Automatik, aber bei mir ist alles finster. Das heißt, ihr könnt viel mehr sehen als ich. Weil ihr seht das beleuchtet, ich sehe es nur im Dunkeln. Ich muss auch auf die Kamera gucken. Ja, gute Frage. Oh nein, 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 nein. Sowas möchte ich nicht lesen hier. Fuck Gays. Gays sind klasse. Ich mag Gays. Ich gehe mit denen auch ins Bett. Deswegen nix Fuck. Außer Fuck von wegen, ja, komm, mach's mit ihm. Dann würde ich sagen, okay, dann sag ich Zuspruch. Aber ich leite gerade vom Thema ab und stolper bald. Gucken wir uns mal ein bisschen weiter an, was hier sonst noch so ist. Richtig altes Zeug hier. Das ist schon mal super, super, super. Ich höre schon die Hubschraubschraps. Ich bin bald in der Nähe vom Rollfeld, aber wie gesagt, nur in der Nähe.
Ah, hier kann man auch rein. Fantastisch. Hat sich doch mal die Fahrt hierhin gelohnt. Was haben wir denn hier Schönes? So Gummizeugs und alles. Schläuche. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob die wirklich schon so uralt sind, dass sie hier liegen, weil die sehen ja noch relativ gut aus. Also gut in Anführungszeichen. Ich trau mich mal anzufassen. Boah, hart. Ach so, so Kabelgedöns ist das hier. Warte mal. So Kabelschläuche sind das. Die sind ein bisschen härter. So, aber weiß nicht, so alt ist das jetzt alles nicht. Aber ich bin ja Echmann, ja, Mann. Immer so viele ICEs hier. Aber ich bin ja echt mal neugierig, was hier gewesen ist. Komm, wir gucken uns das noch mal weiter an. Ich bin heiß drauf. So, was haben wir denn hier für ein Stück hier? Ja, undefinierbar. Vielleicht eine Art Pausenraum gewesen. Ich höre jemanden. Ja, rechts nebenan ist so ein Fußweg. Also, das ist jetzt nicht so problematisch. So. Ja, jetzt könnt ihr auch nicht mal so viel erkennen, ne? Mehr als ich. Ich tappe sprichwörtlich im Dunkeln. So, ich habe eine Taschenlampe. Warte mal. Oh. Violent. I say stop the violence. Ja, ich weiß nicht, was hier für Leute hier abgestiegen sind. Mensch, was ist das denn hier? So. Oh. It's Metal Material. Hier haben sie wohl so Punks oder so eigentlich hier hängen oder so was hier. Ah ne, das ist eine Tapete. Oh, das ist eine Tapete. Aha. Jetzt brauche ich eh nicht mehr. Die Sonne scheint drauf. Ja. Also Tapete, das heißt hier war es also mal wohnlich. Hm. Ja, wohnlich ist vielleicht nur noch für irgendwelche asozialen Punks oder Schmarotzer oder sonst was. Nur für Hausierer, aber jetzt? Nö. Von wohnlich kann keine Rede mehr sein, aber ganz ehrlich, Tapete und dann so ein Steinboden. Ach ja, gut. Ich weiß nicht, wieso der Schick damals in den 60ern oder wann das war, gewesen ist. Naja, mehr gibt's nicht mehr zu sehen. Außer McDonalds-Fans, die ja anscheinend immer ihren Müll hier liegen lassen, aber ist man von der Fraktion nichts anderes gewohnt. Ja, anscheinend kommt nicht mehr viel. Weil ich erreiche schon, ja, da vorne sehe ich schon das Rollfeld, da kann ich eh nicht drauf, ich darf da auch nicht. Ja, weil hier viel Airport Security ist, aber auch so, ne, würde ich da nicht. Ups, okay, ich hätte den Weg nehmen sollen, jetzt sehe ich das nämlich erst. Vom Zug aus sieht man das nicht so genau. Jetzt mal rasch, einfach vorbei und das war's. Nee. Ja, hier einen Zaun hinzumachen ist auch bescheuert. Ja, jetzt bin ich jetzt in der Sackgasse. Der Weg ist nur ein Fußweg, der hat nichts damit zu tun hier mit dem Gelände. Das war es eigentlich schon, würde ich sagen. Ich wollte aber nur mal gucken, wo die Schienen waren. Hier liegt auch so ein bisschen Schotter rum. Mich würde da echt mal interessieren, was das für eine Firma war. Brengmann. Müsste man im Internet mal gucken. Ich befürchte aber, dass ich wohl nicht sehr fündig werde. Das Problem am Internet ist immer, man findet zwar Sachen, die vor ein paar Jahren waren, aber wenn man was richtig Altes sucht, was schon historisch ist, dann geht es meistens leer aus. Da ist Google auch nicht unbedingt dein Freund. Hier ist das Ende vom Gleis, weiter geht's nicht. Das hier, wo dieser ja, Waschraum oder was das ist, sich befindet, weiter geht's da nicht mehr. Jetzt wäre noch ein bisschen Schotter rum, hat aber nichts zu sagen. Ne, und ich als ja, alter Gleisarchäologe kann auch sagen, hier muss auch irgendwie das Ende gewesen sein, weiter ging's wohl nicht. Oder ganz früher, vielleicht haben sie es früher mal gekürzt und das halt nicht mehr sichtbar. Weil in den Jahrzehnten erobert sich ja natürlich ihr Terrain wieder zurück. Wenn die Menschen das zurücklassen, es ist ganz logisch. Es ist super logisch. Und es ist auch sehr verständlich. Die Natur wird sich irgendwann immer wieder ihr Zepter zurückerobern. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sehen. Ich würde mal sagen, es war schon mal interessant zu sehen, was hier so ist für ein Brachland. Dass es auch mal eine Firma war, wie ich dachte. Hätte auch sein können, dass der Deutschen Bundesbahn gehört hat. Wie gesagt, noch Bundesbahn. Die Bundesbahn gab es 93 nicht mehr, als sich die DR und die DB zusammenschließen zu den Deutschen Bahnen. Heute heißt es auch Deutsche Bahn. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal.
Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen. Ich werde auch mal im Internet nachgucken, aber ich würde sagen, ich werde nicht sehr fündig werden. Vielleicht gibt es ja welche von euch, die wissen da irgendwie weiter Bescheid oder haben irgendwie alte Unterlagen oder irgendwas. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mal wissen, wie das aussah und vielleicht finde ich auch ein paar alte Bilder davon oder ihr. Schreibt mir was in den Kommentaren, schreibt mir auch, ob es euch gefallen hat oder sonst irgendwas. Aber verkneift euch andere Kommentare, die nicht zweckgemäß sind oder unsachlich. So, ich wünsche euch was und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.